irgendwann einmal Assassin's Creed Mirage anschauen. Ja. Ich meine, es war so schön gewesen, wenn sie es Assassin's Creed Schmirage genannt hätten. So, Alex, nächstes Thema. So wollte Alex Blödel anfangen, hüpfen wir weiter. Oi. Oh, der strenge Lehrer heute. Ja. Endlich ist der Humane AI Pin heraus. Also, wir haben ihn eh schon mal vorgestellt. Ja. Linus Tech Tips war nicht sehr begeistert darüber, dass er das Ding testen muss. Er war nicht sehr begeistert, dass er es testen muss. Wieso? Naja, er wollte es eigentlich, er muss es testen bei seiner Reichweite, aber er hat es eher so abgestempelt, als dass das ziemlich sinnlos ist. Mhm. Ich meine, ich finde, The Verge hat es relativ kulant geschrieben. Magst du mal zusammenfassen? Du hast jetzt scheinbar ein bisschen mehr Naja, Hintergrundinfos, es ist wie jetzt, das also das ankommt. Gerät oder dieses Device ist jetzt so, das wird durch einerseits dieses, ich nenne es jetzt dieses Quadrat, wo das Mikrofon und dieser Laser dran Das ist ist, etwas, was man sich da ist an so ranpinnt mit einem Magneten hinten drauf. genau, der Magnet ist auf der Innenseite von deinem Pullover, von deiner Jacke oder Ja. sowas. Ich glaube, das ist auch der Akku, das heißt, das ist nachher das so ausbalanciert ist, dass das nicht zu schwer ist. Ja, du brauchst dann, glaube ich, es steht da, glaube ich, auch drin, was es kostet. Also, ich glaube, es kostet 700, $600 oder sowas. Plus, es ist auch noch Abo-Gebühr zu zahlen. Ah. Da ist aber, glaube ich, die ChatGPT Plus-Version dann dabei. So, warte mal. Also, in komplett schwarz kostet 6,99. Dann ist er 24 Euro pro Monat Subscription, da muss ich abschließen. Und ja, dann kann man sich fragen, wie das halt ist, weil ich meine, es steht da in dem Word-Artikel drinnen, ein Display ist halt einfach immer irgendwie was Nettes. Ja, also für mich erschließt sich der Sinn von dem Gerät bis jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich wüsste nicht, was kann ich damit nicht mit Hey Siri machen. Weiß auch nicht. Einerseits ist es etwas, auf das ich als Star Trek Ja, Nerd ich habe jetzt gewusst, dass du das sagen seit wirst, dass du Ewigkeiten wart, so wie ein Smartphone ist ja etwas, worauf ich als Star Trek Nerd gewartet habe. Ich habe schon in den 90ern, Anfang 2000, da habe ich mir schon gedacht, sowas wie ein Smartphone, so wie ein iPhone, das wird kommen oder Android, was auch immer. Das ist für mich das nächste Level. Allerdings sehe ich keinen großen Sinn, erstens einmal in dem merkwürdigen Beamer, der da verbaut ist. Das will ich nicht haben. We Na, das. Warum? Warum? Na, mein Ding ist es, ich will alles vollkommen voice assisted haben. Ich will sagen, was ich will. Das Gerät soll mir antworten. Wenn ich durch die Stadt navigiere, will ich, dass das Gerät sagt, ich sage einfach, du, ich will jetzt dort zum H&M in der was. Sag mal nächsten H&M. Sagen wir, wo ich hingehen soll. Und dann will ich gehen. Und das Gerät sagt, oh, Achtung, vorne bei der Ampel dann rechts. Vorne dann links. Da geradeaus, da über die Straße drüber. Fertig. ja, das kriegst du im Moment nur über dein Smartphone und deine Kopfhörer. Genau. Was anders geht im Moment. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil das hat einen Lautsprecher, das Gerät. Weil wie willst du sonst mit dir kommunizieren? Die kann das. Die macht das. Ja, das Ding ist ja Ich sag, was so. ich will. Gib ein, den Pfad. Es vibriert, wenn ich der Kreuzung nahe komme. Schau hier drauf. Okay, rechts abbiegen. Fertig. Links abbiegen. Wurscht. Keine Ahnung. Seitenverkehrt. Jedenfalls.
das ist ein cooles, nettes Gimmick. Ich sag's, sicher was für Early Adopter, denen dann der Hose was abgeht, wenn sie das Teil haben und sehr viel Geld für das Teil und das Abo gezahlt haben. Nur wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich sein müssten und wo wir technisch eigentlich schon sein könnten, würde ich sagen. Ich will einfach ein Gerät haben, das erstens einmal komplett integrierte Stimmerkennung und Stimmsynthese und Ausgabe hat, ohne ermöglicht, das muss ja mit einem iPhone ja noch, mit irgendeinem Phone ja noch gekoppelt werden, oder? Oder hat das alles built-in? Also, was ich so mitgekriegt habe, ist das nicht der Ah, Fall. okay, ja gut, immerhin etwas. Aber ich will es haben, dass das Gerät so intelligent ist, so gebaut ist, dass ich unabhängig von allen anderen Geräten mich auf das hier verlassen kann und fragen kann, was steht auf meiner Einkaufsliste? Und das sagt mir, was steht auf der Einkaufsliste. Ja, gut, Sag mir aber die ersten das. fünf Dinge auf der Einkaufsliste, dann Holiday. Dann Aber sag mir die nächsten fünf jetzt. Dinge auf der Einkaufsliste. Aber jetzt ganz ehrlich, das kannst du mit deinem Smartphone auch machen. Das muss ich dann immer aus der Hose nehmen. Oder ich muss nicht auf die Uhr Ja, aber schauen. das. Vergiss es. Das. Na, ich glaube schon, das Nee. ist das da, was kommen wird, nur nicht so. Ich warte Na, darauf, vor dass allem Apple Source ist. ausbringt und die machen es dann Na. richtig wahrscheinlich. Ja, aber jetzt musst du dir das eine vorstellen, wenn jetzt jeder im Supermarkt stehen wird. Hey, was steht denn auf meiner Einkaufsliste? Ja, auf deiner Einkaufsliste, ja, auf deiner Einkaufsliste, ja, auf deiner Einkaufsliste steht das, da rasch ja durch. Rasch da durch. Das ist, das Ja, ist, als würde, das ist, als würde ich zu zweit einkaufen und der nein, ich meine, Einkaufsbegleitung du, fragen, was steht weißt, auf stell der dir jetzt vor, du, Einkaufsliste. jeder im Geschäft hat Ja. das. Da rasch ja durch. Siege jetzt kein Problem. Na, glaube ich nicht. Aber was ich habe, ich will auch nicht draufdrucken. Ja, okay, gut, das kann man schon machen. Irgendeinen Trigger braucht man. Okay, weil sonst geht das Teil so wie Siri die ganze Zeit von allein los. Aber Ja, aber da fangst du dann an und dann denke ich mir, wenn ich da jetzt schon draufdrucken muss, da kann ich gleich das Smartphone aus meiner Hosentasche ausziehen. Weil Lesen ist halt immer angenehmer, vor allem Lesen ist er schneller, als bis das Klumpert mir gesagt hat, was ich einkaufen soll.